Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, auch ich möchte euch alle ganz herzlich hier begrüßen. Vielleicht auch jemand zum ersten Mal auch bei uns in der Gemeinde. Auch euch möchte ich ganz herzlich hier auch willkommen heißen bei uns. Wir dürfen heute auch den dritten Advent feiern. Das freut uns auch sehr, dass auch wir dieses Jahr wieder die Möglichkeit bekommen, auch daran wieder zu denken, was kommen wird, dass der Herr Jesus auch auf diese Erde kommen wird. Auch ich möchte über die Wartezeit sprechen, beziehungsweise über die Vorbereitungszeit. Darüber haben wir auch schon in den vergangenen Wochen auch schon einiges gehört. Diejenigen, die eine Bibel haben, die dürfen auch gerne mit mir aufschlagen. Die Stelle aus Lukas Kapitel 3, die Verse 4 bis 6. Lukas Kapitel 3, die Verse 4 bis 6. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja, der spricht: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme soll gerade und die holprigen Wege eben werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Das war damals eine Verheißung. Wir können das nachlesen in Jesaja Kapitel 40. Das war eine Verheißung an das Volk Israel, dass dem Volk Errettung widerfahren wird. Und wie wir gelesen haben im 6. Vers, und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Und das ist auch eigentlich unsere bevorstehende Weihnachtszeit, dass auch dieses Heil Gottes auch auf diese Erde kommen wird. In dem Vers davor, jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Da geht es darum, wir können uns das so vorstellen, das Tal, das ist unser geistlicher Zustand. Das ist eigentlich so unsere Beziehung zu Gott. Und das gilt es aufzufüllen. Wir dürfen unsere Beziehung zu Gott, wir dürfen sie stärken. Wir dürfen unseren Glauben stärken. Wir dürfen uns Gott nähern durch seine Gnade. Und die Berge und die Hügel in unserem Leben, unser eigenes Ich, unser Ego, unser eigenes Wollen, das muss erniedrigt werden. Und weiter lesen wir, das Krumme soll gerade und die holprigen Wege eben werden. Das Krumme soll gerade werden. Also eigentlich das, was wir vermasselt haben, das können wir wieder gerade biegen. Da, wo wir uns versündigt haben, das dürfen wir wieder gut machen. Es steht hier auch geschrieben, das Krumme soll wieder gerade werden und die holprigen Wege eben werden. Wir dürfen noch Vergebung für unsere Sünden bekommen. Und Advent, das ist ja auch die Wartezeit. Und wie ich gesagt habe, auch die Vorbereitungszeit auf das Kommen des Herrn Jesu. Und ich möchte auch über die Adventszeit in unserer Lebzeit sprechen. Wir feiern heute den dritten Advent und stellt euch mal vor, wir leben gerade im dritten Advent. Es fehlt noch der vierte Advent und dann steht doch das Kommen des Herrn Jesus schon unmittelbar bevor. Es ist ja ein sehr schönes Ereignis, was uns dann eigentlich erwartet. Nur die Wartezeit an sich, die hat so, ich sag mal, zwei Gesichter. Zum Beispiel, auf der einen Seite, da warten wir auf einen Strafzettel. Ja? Womöglich sind wir noch über Rot gefahren, wir wurden geblitzt. Wir wissen ganz genau, was uns erwartet. Wir wissen, jawohl, die Flensburger, die freuen sich wieder. Unser Portemonnaie ist sowieso zu schwer. Der freut sich auch über eine Erleichterung. Und das Auto, das darf dann mal 2, 3, 4 Wochen auch vielleicht mal parken. Wenn wir uns das so vorstellen, so möchten wir das so weit, wie es nur geht, eigentlich vorne rausschieben. Wir möchten die Zeit einfach nur so lang, wie es geht, rausziehen. Und am liebsten wäre uns das eigentlich, wenn der Strafzettel niemals in unserem Briefkasten landet. Denn wir wissen ganz genau, was dann passiert, wenn der Strafzettel unseren Briefkasten erreicht.
Und wir kennen auch die ganzen Konsequenzen. Und wie das ja so ist, ist der Brief meistens sogar schon nach 2 Wochen bei uns. Auf der anderen Seite, da haben wir uns ein neues Auto gekauft. In 2 Monaten dürfen wir das erst abholen. Oder wir haben eine Reise gebucht. Und vielleicht schon Monate im Voraus haben wir Pläne gemacht, haben uns das Urlaubsziel ausgesucht. Wir haben vielleicht schon Fotos gesehen und denken, wow, das Hotel ist so schön, der Strand, der ist so schön, man kann da schöne Ausflüge machen, man kann da Volleyball spielen, da kann man sich richtig ausruhen und man freut sich einfach schon drauf, bis endlich die Urlaubszeit beginnt. Vielleicht ist noch eine Woche dazu geblieben, bis dass man endlich in den Urlaub kann, aber man wird am liebsten die Zeit jetzt schon vordrehen. Man möchte keine Woche mehr warten, man will jetzt unbedingt schon in den Urlaub. Man freut sich einfach schon so sehr drauf. Und im Grunde genau so können wir uns das vorstellen. Wir leben jetzt im dritten Advent. Und wenn wir vorbereitet sind, so freuen wir uns auf die Wiederkunft Christi. Wir brauchen keine Angst haben, wir würden am liebsten, so wie beim Urlaub, würden wir am liebsten die Zeit vordrehen. Und genauso auch umgekehrt. Wenn wir nicht vorbereitet sind und wenn wir ganz genau wissen, oder wir wissen es ganz genau, was dann passiert, dann würden wir die Zeit am liebsten so weit, wie es geht, rausschieben. Und am liebsten wäre uns das, wenn das erst gar nicht eintritt. Aber wir wissen alle ganz genau, dass das passieren wird. Und trotzdem steht in Lukas geschrieben, die Täler sollen ausgefüllt werden, das Krumme soll gerade werden, die Berge erniedrigt werden. Wir haben die Chance, unser Leben in Ordnung zu bringen. Wir haben die Chance, uns auf das Kommen des Herrn Jesu vorzubereiten. Die Frage ist nur, was wir mit unserer persönlichen Adventszeit anstellen. In Philipper Kapitel 3, in den letzten 2 Versen, da können wir nachlesen, was uns erwartet, wenn wir auf das Kommen des Herrn Jesu warten. Wenn wir ein brennendes Herz haben, wenn wir das kaum erwarten können, dass unser Herr Jesus kommt. In Vers 20, da lesen wir, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Das ist doch eine wunderbare Verheißung. Und das ist nur ein Teil von dem, was uns erwartet, wenn wir vorbereitet in dieser Adventszeit sind, wenn wir vorbereitet auf das Kommen des Herrn Jesus sind. Und mit diesen Worten möchte ich auch abschließen. Und ich wünsche einem jeden, dass wir unsere Adventszeit sinnvoll nutzen, dass diese Adventszeit, die uns zur Verfügung gestellt wurde in unserem Leben, dass diese nicht vergebens ist. Amen. Möchten wir noch beten.